Ich wollte sehen, kann ich bei in der Classic Physik Pro mithalten? Oder bin ich einfach nur irgendein Typ, der aus Versehen mal Profi geworden ist, der da eigentlich nichts zu suchen hat? IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe jetzt begonnen, die letzten paar Wochen meiner Vorbereitung in eine Art Dokus oder Mini-Dokus zu packen für dich. Das heißt, wir gehen jede Woche gemeinsam durch. Ich filme meinen Alltag für dich und wir bestreiten gemeinsam die letzten paar Wochen und Tage meiner Vorbereitung, bis es dann zum Wettkampf geht. Welcher Wettkampf es wird, verrate ich noch nicht. Es werden mehrere Wettkämpfe. Und das Ziel ist, genügend Punkte zu sammeln, um mich dieses Jahr für die Mr. Olympia in Orlando zu qualifizieren. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Wie bei jeder Vorbereitung geht es im Prinzip einfach um gute Organisation. Hier gehört eine absolut klare Routine dazu. Für mich persönlich wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ich stehe morgens auf. Das ist in der Regel meistens dieselbe Uhrzeit. Sagen wir mal, an guten Tagen ist es 7 Uhr, an schlechten Tagen kann es schon mal 9 Uhr werden. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was mich am Tag erwartet, welche Termine ich habe und ja, auch ob trainingsfrei ist oder nicht. Wenn ich trainingsfrei habe, versuche ich möglichst immer 1, 2 Stunden länger zu schlafen, um die Regeneration zu gewährleisten für die vorherigen 3 Trainingstage. Denn wie ihr wisst, aktuell trainiere ich nach einem Dreier-Split und da habe ich einen A-B-Plan. Das heißt so viel wie, dass die ersten 3 Trainingstage nach dem Trainingsplan A trainiert werden. Der sieht aus wie folgt, dass ich am ersten Tag Brust und Arme trainiere, am zweiten Tag ist es Beine, also Vorder- und Rückseite. Und am dritten Tag ist es der Rücken und die Schulter. Die Übungen variieren zwischen A und B. Das bedeutet, beim Beintraining A habe ich zum Beispiel ganz viele Kniebeugen, Ausfallschritte und die Geschichten. Im Beintag B ist es mehr Beinpresse, vertikale Beinpresse, einfach um ein bisschen Vielfältigkeit mit reinzubekommen. Ich möchte nicht immer dasselbe trainieren, um dieselben Muskeln anzusprechen, sondern ich versuche aus vielen verschiedenen Winkeln den Muskel so zu treffen, dass er in jedem Potenzial wachsen kann. Also es geht nicht nur darum, nur die Vorderseite zu trainieren oder nur die Hinterseite, sondern die Vorderseite auf verschiedene Art und Weisen, die Rückseite auf verschiedene Art und Weisen, mit Streckungen, mit Beugungen, im Sitzen, im Stehen, im Liegen. Es geht darum, den Muskel aus jedem möglichen Winkel irgendwie zu attackieren, um größtmögliche Wachstumsfaktoren zu gewährleisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich kein Hokuspokus aktuell im Training. Ich mache meine 3 Trainingstage. Die Übungen sind wirklich gut gewählt. Das sind hauptsächlich Übungen, die ich sehr, sehr gut spüren kann. Ich habe teilweise sehr schwere Übungen drin, um einen bestimmten Teil der Hypertrophie zu bekommen. Dann habe ich Übungen mit vielen Wiederholungen, wo ich einen anderen Teil der Hypertrophie versuche zu triggern. Dann gibt es einen Teil, wo ich ganz speziell während dem Satz bzw. während der Wiederholung meinen Muskel dehne. Zum Thema Intraset-Stretching. Das sind einfach verschiedene Methoden, wie bei einem Boxkampf habe ich die Gerade oder den Jab, den Punch, den Haken. Und so habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Muskel kaputt zu trainieren. Das ist letzten Endes das Ziel eines jeden Trainings, den Muskel so hart wie möglich zu zerstören, um in den kommenden 3 bis 4 Tagen, wo man diesen Muskel dann nicht trainiert, super regenerieren zu können. Wo wir auch zum, ich finde, kompliziertesten Thema des Trainings kommen oder der Trainingsgestaltung. Es muss einmal die Frequenz stimmen, sprich, wie oft trainiere ich einen Muskel pro Woche? Dann muss das Volumen dazu stimmen. Als kleines Beispiel, ich habe montags und donnerstags Beintraining oder montags und freitags, wenn man so will. Wenn ich jetzt montags 17 Sätze Kniebeugen mache, 35 Sätze Beinpresse und noch 120 Ausfallschritte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nach 4 Tagen überhaupt gar kein Gewicht bewege im Training. Also ich werde den Todesmuskelkater haben, mein Nervensystem wird dermaßen ausgelaugt sein, das macht für mich persönlich langfristig einfach keinen Sinn. Und so muss ich gucken, dass ich meine Frequenz, meine Trainingsfrequenz, die jetzt nun mal zweimal die Woche ist, so
einsetze, dass das Volumen dazu passt. Sprich, ich habe nur 3 Übungen für jeden Muskel. Das heißt, bei der Brust wären es zum Beispiel Flies, Schrägbankdrücken und Negativbankdrücken. Jeweils 4 Sätze. Das heißt, ich habe 12 Sätze pro Training, um das volle Potenzial aus diesem Training für diesen Muskel rauszuholen. 4 Tage später habe ich noch 12 Mal, also 12 Sätze lang, die Chance, den Muskel so zu zerstören, dass es mir wieder 4 Tage hält. Das heißt, mein Training ist nicht hochvolumig, weil es ist auch nicht High Intensity. Es ist ein ziemlich guter Mittelweg, glaube ich. Und zwar so, dass die Frequenz eingehalten werden kann. Das heißt, ich habe noch ganz, ganz leichten oder leichte Erscheinungen von Muskelkater, wenn ich ins nächste Training gehe. Das ist aber völlig in Ordnung. Mein Körper hat 3 bis 4 Tage Zeit. Mein Schlaf ist aktuell, naja, semi-optimal. Ich wache 1-2 Mal die Nacht schon auf. Aber es sind jetzt halt noch ein paar Wochen bis zum Wettkampf. Das ist da schon in Ordnung. Es ist noch genügend Zeit. Mein Körpergewicht ist jetzt auch schon ganz okay nach unten. Ich habe jetzt noch 8 Kilo, die runter müssen bis auf die Bühne. Ich denke, 2 Kilo, 3 Kilo ist bestimmt Wasser. Ich kenne mich. Das heißt, der Rest wird Körperfett sein. Vielleicht lande ich auch unter meinem Gewicht, dann habe ich weniger Stress zum Wettkampf hin. Das Gewicht ist wirklich absolut egal. Ich kenne meine Gegner, zumindest einige davon. Ich weiß, dass sie sehr, sehr, sehr gut sind. Und ich weiß, dass da kein einziger Millimeter Platz ist, um irgendwie Blödsinn zu machen oder mir irgendwelche Fehler zu erlauben. Aber zurück zum Training. Frequenz, Volumen und die Regeneration. Die ist aktuell, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht großartig in Massagen. Da werde ich mir dann wieder den Saki an die Seite holen. Der macht das jahrelang immer sehr, sehr gut. Deswegen auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Saki an der Stelle. Dann werde ich viel mehr meinen Schlaf forcieren. Das bedeutet, ich versuche eine ganz klare Schlafroutine zu bekommen, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, beziehungsweise wann, nach welchen Aktivitäten ich ins Bett gehe. Später wird das noch Cardio sein. Wenn ich merke, ich komme nicht zur Ruhe und das ist leider häufig der Fall, werde ich anfangen, abends mich zu dehnen oder, keine Ahnung, wahrscheinlich mit meiner Freundin kuscheln, irgendwie sowas, dass ich ein bisschen runterkomme. Und da könnt ihr mich jetzt auch, keine Ahnung, Pussy, Gay oder sonst irgendwas nennen. Das ist für mich wahrscheinlich die schönste Zeit des Tages, wenn ich abends auf der Couch liege mit meiner Freundin, irgendeine Serie gucke, mich nicht unbedingt aufs Training konzentrieren muss, sondern der Tag ist gelaufen, es ist alles entspannt und du kannst liegen und es ist einfach cool. Da komme ich runter und dann kann ich auch gemütlich ins Bett gehen und habe nicht ständig diese kreisenden Gedanken, dass ich noch irgendwas zu erledigen habe. Es ist wirklich als Selbstständiger super, super lästig. Du gehst nicht von deinem Arbeitsplatz nach Hause und es ist erledigt, sondern dein Arbeitsplatz ist da, wo du bist. Und zwar immer, von morgens bis abends. Und es ist egal, ob 3 Uhr nachts ist oder 3 Uhr mittags, wenn dich jemand anruft, da hast du stillzustehen. Und dann hast du deinen Job zu erledigen. So sehe ich das zumindest. Ich will keiner von den Bodybuildern sein, die irgendwann in ihrer Rente da sitzen und irgendwie, keine Ahnung, von den letzten 300 Euro Sponsoringgeld leben müssen, / Hartz IV Arbeitslosengeld, Frührente oder sonst irgendwas. Wenn ich Bodybuilding-Rentner bin, will ich all die Sachen machen, auf die ich die letzten 16 Jahre verzichtet habe. Das soll gar nicht so theatralisch und traurig klingen, aber Fakt ist einfach, du kannst nicht auf jede Geburtstagsfeier gehen. Du kannst nicht jedes Weihnachten mitfeiern. Also es ist selten mal vorgekommen, dass ich an meinem Geburtstag nicht auf Diät war, weil entweder war es Frühjahrssaison oder es ist halt die Prep für irgendwann im Sommer oder so. Also ich habe einige Jahre lang meinen Geburtstag nicht gefeiert und irgendwann, wenn ich Rentner bin, will ich das natürlich nachholen. Wenn es klappt, dann natürlich mit meinen Kindern. Und wenn ich mit meinem Kind morgens Nutella-Brötchen essen will, dann mache ich das und zwar mit gutem Gewissen. Und dazu muss es finanziell halt einfach stimmen. Und deswegen sage ich in der Selbstständigkeit, dummer deutscher Spruch, aber es ist tatsächlich so, wer selbstständig ist, ist selbst und zwar ständig. Es ist leider Tatsache. Ich finde es absolut cool. Ich liebe meinen Job. Ich mache das sehr, sehr gerne. Deswegen nervt es mich auch gar nicht ab. Nur ich musste auch lernen, vor allem im letzten Jahr extrem, dass man Zeit für Auszeit braucht. Einfach um dort die Kraft zu sammeln, die man dann braucht, wenn es wirklich nötig ist. Wo wir wieder zu diesem Badass-Ding kommen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Dieses Badass-Ding heißt nicht, dass ich super böse bin oder der krasseste Typ hier auf Erden. Badass bedeutet umgangssprachlich, eigentlich heißt es böser Arsch, aber Badass heißt umgangssprachlich so der Typ, der alles, der abliefert, der den Stein nicht umgedreht lässt, der
die Waffen zieht, wenn es sein muss. Und ich kann schon verstehen, wieso ich, als ich noch ein Kind war, diesen Spitznamen gekriegt habe. Ich war immer mit Älteren zusammen. Und wenn ich meinen Mann stehen musste, dann habe ich gekämpft, bis nicht mehr ging. Und ich meine, wenn du halt 11 bist und die anderen sind 16, irgendwie hört sich jetzt blöd an und vielleicht primitiv, aber man muss sich seinen Respekt erarbeiten. Und wenn es halt knallt, dann knallt es. Entweder rennst du weg oder du bleibst stehen. Nicht gerammt. Also und selbst wenn ich mies auf die Schnauze gekriegt habe, das sind einfach Momente, wo du jede Waffe ziehen musst, die du hast, um das zu erledigen, was zu erledigen ist, um das zu bekommen, was du bekommen willst. Und so ist es in der Diät auch. Wenn es hart wird, wenn es richtig schlimm wird, dann werde ich zum Monster. Ich werde zwar emotionslos, ich werde ein Arschloch, aber um Gottes Willen, ich ziehe meinen Scheiß durch. 100%. Und wenn ich irgendwann lebendig umfallen sollte, ich könnte damit nicht leben, ich könnte damit nicht ins Bett gehen, zu wissen, nicht alles getan zu haben, das ist für mich das Allerschlimmste. Dieses Badass-Thema mal beiseite, zurück zum Training. Ich mache diesen Dreier-Split jetzt schon einige Wochen und ich muss sagen, ich fahre mit ihm wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte noch nicht das Gefühl, wirklich ins Übertraining zu kommen, was sehr, sehr wichtig ist, weil Übertraining, ja, es ist so ein verteufeltes Wort. Übertraining ist nach wie vor existent. Ich merke es immer, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Training, wenn ich so traurige Kicks bekomme, so du gehst nicht, du willst nicht aus dem Haus, aber du solltest, du willst kochen, du fühlst dich zu schwach, du hast dein Training, du hast Bodybuilding und wenn das bei mir der Fall ist, weiß ich, okay, morgen sollst du mal vielleicht einen Tag Pause machen. Kleine Side-Info, und zwar, euer Gehirn trickst euch aus. Hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber ab und zu schickt euer Gehirn einen Impuls von, ey, das, was du tust, ist ziemlich scheiße, weil wir verlieren Substanz, wir verlieren Körperfett. Das könnte auch gefährlich sein. Wir machen jetzt mal, dass du dich schlecht fühlst. Das ist dann so, dein Gehirn sagt dir quasi, mach mal halblang. Ich persönlich gehe dem niemals nach. Wenn mein Gehirn sagt, du bleibst zu Hause, dann gehe ich erst recht ins Training, aber nur dieses eine Mal. Und mach geplant den Tag danach Pause. Warum? Unser Gehirn arbeitet mit Assoziationen. Zum Beispiel, du riechst Schokolade und denkst an Kirmes. Oder du riechst Zuckerwatte, denkst an Kirmes. Oder Kerwe, wie auch immer es heißt bei euch. Das heißt, unser Gehirn verbindet automatisch Dinge miteinander. Wenn ich jetzt das Gefühl habe von, ich habe kein Training und gehe tatsächlich nicht, ist es genau das, was das Gehirn wollte. Und das Gehirn wird jedes Mal dieselben Impulse schicken, wenn dein Gehirn denkt, dass es nicht an der Zeit ist, ins Training zu gehen. Und du trainierst dein Gehirn darauf, wenn es sich schlecht fühlt, bleibe ich zu Hause. Also übergibst du deinem Gehirn die Überhand. Natürlich hat das Gehirn immer die Überhand, aber physisch oder rein mechanisch gesehen bist du als Mensch immer noch in der Überhand. Du kannst dich trotzdem bewegen, auch wenn dir nicht danach ist. Du kannst trotzdem Kniebeugen machen, auch wenn dir danach nicht ist. Du kannst die Finger von den Gummibärchen weglassen, weil es deine Finger sind, nicht die von deinem Gehirn. Das sind alles so Sachen, die habe ich jetzt auch im Laufe dieser Bodybuilding-Zeit gelernt. Die letzte Instanz der Entscheidung bin immer noch ich, persönlich. Mein Gehirn hat nicht über mich zu entscheiden. Ja, ich habe Gelüste. Ich würde gerne Schokolade essen und mit meiner Oma Mittag essen, aber ich habe ein Ziel. Ich kenne die Schritte, die zu machen sind und genau die gehe ich. Wenn mir irgendwas im Weg ist, räume ich es aus dem Weg. Es bringt gar nichts, Ausreden zu finden, wenn irgendwas nicht klappt. Es bringt 0,0. Das Einzige, was bringt, ist eine Lösung dafür zu finden. Und zwar immer. Man kann sagen, okay, das hat heute nicht geklappt. Das klappt nicht, das kann ich nicht, das wird nicht klappen. Dann wird es nicht klappen. Weil kein Mensch außer du selbst kämpft für das, was du willst. Also mir ist es noch nicht passiert, dass jemand zu mir gelaufen ist und gesagt hat, hey, du willst Bodybuilder werden? Hey, ich geh für dich trainieren. Ich mache für dich Diät und du kannst zu Hause chillen auf der Couch. Geht nicht. Wenn du ein Ziel hast, guck, wo du hinläufst und lauf. Marschier wie ein Soldat und dann kommst du auch an. Es wird Gegenwind kommen, es wird steinig und es gibt einen tollen Spruch, nimm die Steine und bau dir dein Haus da. Noch ein anderer toller Spruch, ein Problem ist ein Wortverbund aus dem Wort Pro und Blem. Es heißt immer noch nicht Kontrablem, sondern es ist was Gutes. Ein Problem heißt, du hast unmittelbar vor dir die Möglichkeit, etwas, was du noch nicht kannst, zu lernen. Posing zum Beispiel, es gibt Leute, die können nicht gut posen, für die ist das ein tatsächliches Problem. Ja, jetzt merken sie es tatsächlich, dass sie es nicht können. Jetzt hast du die Möglichkeit, nimm die Türklinke in die Hand und mach doch die Tür auf. Jetzt ist es an der Zeit. Das predige ich meinen Athleten genauso und so gehe ich durchs Leben. Ein Problem ist immer unangenehm, aber es birgt ganz viel Raum für Entfaltung. Das darf man nicht vergessen. Also jedes Problem, was ihr habt, solltet ihr dankend entgegennehmen, euch wirklich rational damit auseinandersetzen, Ziele und Lösungen finden.
Jetzt aber schließen wir mal das Thema Training ab. Ich bin aktuell noch nicht in einem Y3T-Zyklus. Ich denke, das wird die nächsten 2, 3, 4 Wochen passieren. Dann geht es langsam ans Eingemachte. Ich habe jetzt für mich persönlich so, wie soll man sagen, eine Vordiät gemacht. Ganz einfach, weil ich 100% sicher sein will, dass ich wirklich in Shape bin, wenn es dann zum Wettkampf kommt. Ich kenne meine Gegner, wie gesagt, und die sind verdammt gut in Form. Ich persönlich glaube, und das war das Ziel letztes Jahr, dass ich competitive bin. Abschließend oder rückblickend gesehen, war ich in keinem Wettkampf schlechter als auf dem Finalplatz. Und das in meiner ersten, wenn man so will, richtigen Profisaison. Das ist für mich eigentlich ein ziemlich cooles Zeichen, dass ich weiß, okay, du passt ganz gut rein, ich bringe die Muskulatur mit, aber das Einzige, was bis heute noch nicht wirklich on point war, für mich persönlich, war die Härte und die Muskelstruktur. Muskelstruktur kommt natürlich mit den Jahren. Als Beispiel, ein David Hoffmann ist hervorragend strukturiert. Der Typ ist, der hat Muskulatur, die ist so reif. Also man sieht die einzelnen Fasern, die Haut ist dünn. Das ist, also David ist wirklich ein hervorragender Athlet, was Thema Muskelreife, Härte anbetrifft. Also David, falls du das jemals sehen solltest oder einer deiner Fans, ganz dicken Daumen nach oben. Also die Nummer bringst du wirklich brutal. Und ich will da auch annähernd hin. Wenn ich Davids Form kriegen kann und dieses niedrige Körperfett, bin ich mir relativ sicher, dass ich ganz gut aussehen kann und auch ein ernstzunehmender Gegner. Ich habe es glücklicherweise geschafft, mich letztes Jahr auf die Olympia zu qualifizieren. Peinlicherweise bin ich da nicht hingeflogen. Das will ich dieses Jahr definitiv ändern. Ich weiß, dass ich eine wirklich brutale Community hinter mir habe, um es mal beim Namen zu nennen. Wir nennen uns die Crew. Und also wirklich, wie viel Power und Wumms dahinter steckt, hätte ich nicht erwartet. Dann habe ich eine wundervolle Familie. Ich habe einen stabilen Vater, der alles für mich tut. Ich habe eine tolle Freundin, die immer an meiner Seite ist. Ich habe wirklich jetzt hervorragende Sponsoren. Und glaub mir, ich habe einiges gelernt. Einiges, was das Thema Sponsoren anbetrifft. Und ich hätte nie gedacht, dass es wirklich Firmen, die dich fallen lassen, wenn du auf deiner Party mal für eine kurze Zeit keine Musik spielst. Ich dachte immer, das ist irgendwie bei den ganz großen Fußballspielern und da geht es um Millionenbeträge. Wenn die nicht abliefern, so, dann gibt es Probleme. Ich hätte nicht gedacht, dass es für ein paar Groschen, dass man einen Menschen hängen lässt, weil ich nicht zur Olympia geflogen bin, scheinbar, oder was auch immer es für Gründe gibt. Das heißt, ich habe meine Sponsoren sehr, sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen. Ich trage die Kappe meines neuen Sponsors. Ich will es hier jetzt verkünden, also jetzt an allererster Stelle. Es ist HD Muscle. Wieso ist es HD Muscle? Es ist eine Firma, die für Qualität steht. Und zwar pure Qualität. So sehr qualitativ, also so qualitativ hochwertig, dass sie sagen, uns jucken die Einkaufspreise gar nicht und der Verkaufspreis juckt uns auch nicht. Wir wollen einfach das Beste vom Besten in einem Produkt. Ich werde in den nächsten Wochen einige Produkte wirklich intensiv vorstellen. Als Beispiel, HD Muscle vertreibt zum Beispiel Aminosäuren, die fermentiert sind. Also eine Art Vorverdauung, sodass sie wirklich frei im Körper sind und gleich nutzbar. Das ist eine Sache, sowas gibt es in Deutschland noch fast gar nicht. Die haben Wirkstoffe drin, im Booster alleine. Ich will jetzt nicht Werbung machen, das gehört nicht in dieses Video. Fakt ist aber, in dem Booster, da ist Alpha-GPC drin. Das ist ein Wirkstoff, den kennt kein Deutscher. Ich habe das damals vor Jahren bei Patrick Thur gelernt, in seinem Coaching, was Alpha-GPC macht und was es kann. Kokosnussextrakt. Also da sind so viele nützliche, geile Sachen drin. Aber wie gesagt, nicht in diesem Video, das gehört hier nicht hin. Ich wollte euch nur zuteil werden lassen, dass es jetzt einen Sponsor an meiner Seite gibt, der wirklich, wirklich Wumms hat. Und es mir so wichtig ist, dass ich jedes einzelne Produkt und deren Benefits euch vorstellen möchte, weil diese Art von Qualität kannte ich persönlich noch nicht. Und ich habe bisher in meinem Leben auch mit keiner Firma kooperiert, die diesen Wert an Qualität gebracht hat. Zugegeben, die Verfügbarkeit von HD Muscle war bislang sehr dürftig, weil es ist eine kanadische Firma. Aber, wie ihr vielleicht wisst, ihr kennt mich ja hoffentlich, habe ich mich natürlich darum gekümmert, dass diese Supplements auch für euch zugänglich sind. Das heißt, wir haben einen Shop, wo ihr nicht nur HD Muscle Produkte, sondern noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel also das T-Shirt Iron Rebel,
die Sachen könnt ihr kaufen. Ihr könnt also ganz viele Ami-Produkte kaufen bei dem Shop, der heißt Only Approved. Aber das findet ihr unten alles in der Beschreibung. Das Thema beende ich jetzt hier. Ich will, wie gesagt, keine Werbeshow hier machen. Außerdem, was bei mir niemals fehlen darf, und da bin ich jetzt ganz, ganz, ganz arg drauf, und zwar Familie. Ich versuche jetzt, ihr habt es mitbekommen, letztes Jahr mit meinem Vater ganz viel zum Thema Bodybuilding zu machen. Ich habe ihn versucht, überall mit hinzunehmen. Habe mit ihm ganz viel gemeinsam gemacht, gemeinsam trainiert, eingekauft, gekocht. Wir haben Tage zusammen verbracht. Das war wirklich toll. Und dasselbe versuche ich mit meiner Mutter. Da gibt es private Vorgeschichten, die es nicht unbedingt leicht machen. Der eine oder andere kennt die Geschichte meines Vaters. Eine ähnliche Geschichte hat auch meine Mutter. Also für mich ist es unheimlich schwierig, für diese Person eine große Bereicherung zu sein. Na klar, sind die Eltern immer stolz auf die Kinder, aber ich möchte für meine Familie das Beste. Da gehört einfach ein bisschen mehr dazu, als nur Sohn zu sein. Ich bin jetzt zum Glück in einer Position, wo ich geben kann. Also ich kann mit meinem Vater einkaufen gehen, ich kann mit ihm zusammen kochen, ich kann mit ihm wegfliegen, dasselbe mit meiner Mutter. Ich kann mit ihr in den Zoo gehen, und also ohne, dass es mir wehtut im Geldbeutel zum Beispiel. Das war mir ganz, ganz wichtig. So habe ich meine Mutter also zum Essen eingeladen, zum Frühstücken. Und sie ist ganz, ganz fleißig gewesen. Sie ist morgens hierher gelaufen, eine Dreiviertelstunde. Sie hat ganz viele Probleme mit ihren Bandscheiben. Und sie ist generell, ja, sagen wir mal, ein bisschen eingerostet die letzten Jahre. Aber ich bin da wirklich bemüht, dass wir sie da wieder fit kriegen. Mittlerweile haben wir ihr Diabetes im Griff. Also sie muss kein Insulin mehr benutzen. Ihren Blutdruck haben wir im Griff. Also das ist schon sehr, sehr gut gelungen. Wir sind da auf dem Weg der Besserung. Und ich will halt im Prinzip einfach nur, dass es ihr gut geht. Also waren wir auch im Tierpark. Für meine Mutter eine ganz, ganz große Nummer. Sie kommt in der Regel sehr wenig raus von zu Hause. Und im Übrigen, das hier ist wirklich sehr, sehr privat. Also bitte behandelt das auch mit Respekt. Auch wenn, keine Ahnung, es wieder Menschen geben wird, die sinnlose Hate-Kommentare schreiben. Das könnt ihr gerne machen, aber bitte mit ein bisschen Respekt von meiner Familie. Ja, wir waren im Zoo, das war super lustig. Es ist mal super erfrischend, was nicht mit Bodybuilding zu machen. Na klar, man muss mal gucken, wie es Essen klappt und mit dem Trinken und wie lange ist man weg und Training. Aber es war einfach mal wieder ganz cool, ein normaler Mensch zu sein für 3 Stunden. Jetzt in dieser Zeit zu Corona geht es wirklich nur um Cardio, Essen, Training, Essen, Arbeiten, 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 Essen, Schlafen. Und es ist Day in, Day out. Man kann nicht mehr raus, irgendwo sich an Kaffee setzen, da was machen, arbeiten, quatschen. Es ist sehr, sehr schwierig. Auch mit dem freundschaftlichen Umfeld etc. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, langsam kriege ich einen richtig geilen Groove, was die Vorbereitung anbetrifft. Als ich noch jünger war, war ich so todesverbissen. Da ging alles nur ums Bodybuilding, wenn jemand angerufen hat, weggedrückt, unnötig, passt nicht rein. Ich bin mittlerweile zum Glück ein bisschen erwachsener geworden und sehe ganz viele andere tolle Dinge neben dem Bodybuilding. Also, ob das jetzt ein Spaziergang ist mit meiner Freundin auf dem Weinberg, ja, ich gehe gern spazieren, wer hätte es gedacht. Ob ein Besuch im Tierpark, ob das, keine Ahnung, ein gemeinsames Frühstück ist. An der Stelle merke ich, dass ich etwas alt werde. Ja, das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen mit 27, aber ich bin keine 15 mehr. Also ich merke schon, dass meine Entscheidungen, die ich treffe, Hand und Fuß haben, in der Regel. Oder sie sind einfach sinnvoller als früher. Ich bin weniger impulsiv und wie gesagt, ich sehe neben dem Bodybuilding links und rechts auch ganz viele andere tolle Dinge, die wichtig sind, und ich kann viel entspannter jetzt meine Vorbereitung angehen, weil ich einfach nicht zu sehr mit dem Kopf da drin stecke. Klar, ich habe meinen Job zu erledigen und wenn ich es nicht mache, macht es keiner für mich, aber es ist trotzdem mal schön, links und rechts die Sonne scheinen zu sehen, wo die ganzen letzten Jahre vorher alles dunkel geworden ist. Ich glaube, das schließt das Video ganz gut ab. Also, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du zugeguckt hast. Du wirst jetzt jeden Sonntag vermutlich diese Art von Doku bekommen. Die heute ist ein bisschen länger geworden. Und ich werde die Tage jedes einzelne der HD Master Supplements vorstellen. Warum ich sie benutze, wie ich sie benutze und warum persönlich ich finde, dass die Dinger richtig geil sind. Also, nochmal als Hinweis für dich. Wenn du irgendwelche amerikanischen, kanadischen Sachen haben willst, unter anderem HD Muscle, Iron Rebel, ganz viele andere coole Produkte, die man so noch nicht gesehen hat, kannst du bei, hier siehst du es, Only Approved, mal reinschauen und mit meinem Code MIKE10 noch ein bisschen Geld sparen. Ich verabschiede mich jetzt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Mike.